Herzlich willkommen zum Minuten-Update am 19. Februar 2024. Diese Woche geht es um die Wurst. Am Mittwoch kommt der Vermittlungsausschuss zum Wachstumschancengesetz zusammen. Es sieht so aus, als würde die degressive AFA für den Wohnungsbau nun tatsächlich kommen. Statt der geplanten 6% Abschreibung auf den Restwert sollen es 5% sein, und zwar für die Dauer von maximal 6 Jahren. Danach geht es wieder zurück in die lineare AFA von 3%. Bei der Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau nach § 7b Einkommensteuergesetz gibt es offenbar auch eine Einigung. Die Baukostengrenze soll von 4.800 Euro auf 5.200 Euro steigen. Die Bemessungsgrundlage für die Sonder-AFA soll ebenfalls angepasst werden. Diese soll von 2.500 Euro auf 4.000 Euro je Quadratmeter steigen. Gelten soll die Anpassung für Mietwohnungsneubauten mit Bauantrag bzw. Bauanzeige ab 01.01.2023. Zudem soll der Förderzeitraum bis zum 30.09.2029 verlängert werden. Wir sind sehr zuversichtlich, dass das Ergebnis des Vermittlungsausschusses sein wird. Kurzfristige Änderungen sind aber nicht ausgeschlossen. Um im Bild der Wurst zu bleiben, Gesetze sind wie Würste, man sollte besser nicht dabei sein, wenn sie gemacht werden. Manchmal geschieht Unappetitliches und manchmal eben auch Unvorhersehbares. Als IVD versuchen wir aber dennoch dabei zu sein. Ich mache mich deswegen nachher auf den Weg in den Bundestag, um als Sachverständiger im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages aufzutreten. Dort geht es heute um eine Änderung des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz. Der Bundesrat möchte auf die Initiative Bayerns, dass das subjektive Element aus der Vorschrift gestrichen wird. Bisher muss der Mieter oder die Behörde nachweisen, dass der Vermieter die Zwangslage des Mieters ausgenutzt hat und der Mieter nur deshalb diese hohe Miete zahlt. Diese ist zu hoch, wenn sie mehr als 120% der ortsüblichen Vergleichsmiete beträgt. Wir sind gegen die Streichung des subjektiven Elements, weil damit im Grunde genommen so etwas wie ein Mietendeckel geschaffen wird, der dann auch noch ein Bußgeld vorsieht von immerhin 100.000 Euro. Maximal 100.000 Euro. Ich bin zuversichtlich, dass das Gesetz in dieser Legislaturperiode nicht geändert wird, weil das subjektive Element ein identitätsstiftendes Element ist, ohne dass § 5 als Bußgeldvorschrift, die ja immerhin ein begangenes Unrecht oder einem begangenen Unrecht Rechnung tragen soll, nicht existieren kann. Das war's von dieser Woche.